Einen wunderschönen guten Abend, meine Gaming-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir befinden uns gerade offensichtlich in Crone Falls, in unserem wunderbaren Los Angeles, wie man so schön sagt. Aus der Perspektive sieht man auch gut über die Insel, ne? So ein bisschen, sieht auch mal was an. Der Winkel sieht anders aus als sonst. Auch mal interessant, das so zu sehen. Ja, wir haben wieder einmal viel vor heute. Starten wir mit der Schatzkarte. Die müsste offen sein, korrekt? Korrekt. Das war... Warte, wir haben das Schiff schon hingeschickt, oder? Genau, die haben wir schon fertig. Sehr gut. Schatzkarte abgehakt von der Liste, die wir machen müssen. Währenddessen können wir kurz gucken, ob wir die Bärenfälle angefangen haben. Bärenfälle werden von... Genau, sollen bald hier eintrudeln. Wir haben einen Schwarzdelfin geangelt, okay. Dann bringen wir den Kram direkt mal nach Hause. Die ersten Bärenfälle sollten hier irgendwann landen. Ich glaube, das ist ein landwirtschaftliches Produkt, oder? Ein Bärenfell. Da. Okay, noch ist keine da. Wenn die da sind, können wir hier auf jeden Fall die Lebensqualität einstellen. Kriegen nochmal 6 Investoren, wenn alles klappt. Das ist ziemlich knorke. Und kommen damit vielleicht sogar auf die nächste Stufe hier. Wie viel haben wir denn hier in der Stadt? Sehen wir es irgendwo? Kann man sich irgendwie die Einwohner ansehen? Das würde mich mal interessieren. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Crone Falls. Ah, hier. Investoren. Wir brauchen 7,5, meine ich, sind es, ne? Also noch knapp 500. Ah, die steigen auch schon. Okay. Bin mal gespannt. Gut, hier ist ein Schiff zurückgekehrt. Schauen wir uns mal an. Du kannst kein Holz entladen, weil voll. Das ist okay. Besser als leer. Da ist ein Schiff zurückgekehrt. Die Urs Flautebäcker. Genau, die wollten wir verkaufen. Das heißt, die fahren wir mal hier in den Hafen und verkaufen das Schiff. Wenn wir schon mal hier sind, können wir nochmal kurz unser Handelsschiff handeln lassen. Geld haben wir ein bisschen. Wir können nochmal gucken, ob es irgendwelche coolen... 10% mehr Einkommen brauchst. Ihr nehmt das damit. Vielleicht können wir mal ein bisschen mehr Geld organisieren damit. Ein bisschen was kann man sich schon mal gönnen. Großküche. Anstelle von Rindfleisch, paar Arbeitsgebäude, Schweine. Können wir auch noch mitnehmen, sicherheitshalber. Luftschiffe, Jagdhütte, mehr Produktivität, zusätzlich noch Rindfleisch. Wohnung, deren Bedürfnis Bank erfüllt ist, erhalten Taschenuhren und Schmuck. Den nehmen wir mal mit, den kann man bestimmt auch mal gebrauchen. Minus 35% Arbeitspensum. Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Kirche erfüllt ist, erhalten Schnaps, Wirtshaus und Bier. Schnaps, Wirtshaus und Bier. Wir nehmen die ja mit, weil die haben wir noch nicht. Wir nehmen das auch nochmal mit. So, da haben wir jetzt ein paar Items. Nochmal ein bisschen aufgerüstet, was Items betrifft. So, dann haben wir natürlich Pläne geschmiedet, die wir heute ein bisschen angehen wollen. Ich glaube, heute wird der Progress ein bisschen kleiner, aber nichtsdestotrotz wichtig. Wir wollen nämlich hier die Stadt ein bisschen vergrößern. Die Frage ist, wie viel Schnaps braucht ihr? Ihr habt jetzt schon zu wenig Schnaps, okay. Ihr seid schon unterverschnapst. Wie viel Schnaps haben wir zu viel? 15 von 34, okay. Aber wir bringen Schnaps irgendwo hin. Wir bringen Schnaps von Crone Falls nach... King? Ach, King William. King. Ja, okay, macht Sinn. Wir bringen Schnaps darunter und wir bringen Schnaps... Okay, der Schnaps ist egal. Okay, wir haben Schnaps, also King William Island und Los Angeles aktuell. Wenn wir jetzt alle zusammen markieren in der Schnapsversorgung... Crone Falls, Los Angeles und King William Island, sind wir bei 7 freien Schnaps. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr. Also wir haben eigentlich jetzt schon genug, aber wir wollen ja ausbauen. Das heißt, wir würden vielleicht gucken, dass wir ein bisschen mehr Schnaps herstellen. Und wir würden die Route anpassen. Beziehungsweise wir würden eine komplette Schnapsroute machen. Haben wir ein Schiff? Haben wir ein Schiff? Ah, guck mal, hier, wir haben ihn. Wir könnten ihn nehmen. Ich habe Baumaterial dabei, das wir nicht abladen können. Das ist schlecht.
wir haben zu viele Steine. Ich produziere keinen Lehm, oder? Doch, ich produziere sogar Lehm. Ja, das ist natürlich doof. Hier haben wir auch Steine. Hier haben wir auch Steine. Ja, jetzt wegen 100 Steinen durch die Gegend zu schippern, ist eigentlich nicht mein Stil. Vielleicht bauen wir nochmal ein bisschen Depot. Gibt's eigentlich auch so Eckhäuser? Das wäre eigentlich ganz cool. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Nein, halt. Okay, haben wir es so geschafft. Gut. Da machen wir jetzt nämlich die Schnapsroute. Die Schnapsroute wird besagt. Wir fahren von Crone Falls nach dort und dann nach dort. So ein schönes Dreieck. Wir laden maximal Schnaps. Wir machen erstmal 4 nur. Und wir... wir wollen die entladen. Entladen die komplett. So. Das müsste eigentlich, wenn ich mir so vorstelle, wie es jetzt funktioniert, bedeuten, wie in unseren Werkstoffrouten, dass dieses Schiff Crone Falls anfällt, sich volllädt, anfährt, dann fährt es nach Los Angeles, lädt so viel Schnaps auf wie möglich, hat möglicherweise, wenn das voll ist, was über und bringt das dann noch nach Huntingen. So dass Hunting auf Dauer auch was kriegt. Das ist jetzt die Theorie. Ob das klappt, weiß ich noch nicht, aber ich hoffe schon. Gucken wir mal, wie hier der Schnapsstand ist. Ich meine, im Endeffekt, hier werden wir die Stadt abbauen und brauchen den Schnaps hier eh nicht mehr. Schnaps ist auch voll. Okay, dann passt das schon mal. Haben wir da schon mal die Route, dann haben wir die Schnapsversorgung hier schon gewährleistet. Dann kann ich nämlich die Schnapsproduktion hier belassen, weil hier ist nämlich ein Item auf dem Schnaps. Glaube ich. Hier irgendwo. Genau. Die Frage ist, hatten wir nicht ein Item für die Schnapsbrennerei, was dem sogar Strom gibt? Dann können wir das schon mal da rausholen, theoretisch. So, alle Inseln, wir haben... Genau, wir haben ihn hier. Wo ist er denn? Der liegt im großen Kontor in Venrad. Der beeinflusst die Schnapsbrennerei. Gibt der Strom. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Räumt die Exponate zur Seite und schafft den Erlös. Dann könnten wir uns noch den Louis da reinmachen. Nochmal 100% Produktivität und Rum als Nebenprodukt. Und vielleicht noch ihn. Ja, finde ich gut. Er ist wahrscheinlich sogar hier, oder? Genau, er ist sogar hier eingesetzt. Den können wir da rausholen. Der hat den Einfluss. Ja, er auch. Crone Falls ist ja eingesetzt. Da macht er schon Strom. Ah ne, das ist er gar nicht. Das ist, der sieht fast genauso aus. Oh, sorry. Aber er ist da drin, okay. Ja, machen wir doch das, das und das. Okay. Er ist überall im Einsatz. Nein, wir haben keinen preisgekrönten Brauer frei. Gut, wir können ihn schon mal in Venrad auf jeden Fall ablagern. Wir brauchen noch einen preisgekrönten Brauer. Wow. Warte, vielleicht finde ich ihn jetzt so. Ich habe hier zu viele Einheiten auf jeden Fall. Brillenfabrik. Da. Nein. Oh Gott, Katze. Katze ist mit ihren Pfoten auf die Tastatur gekommen. Hat natürlich sehr geholfen. Oh, ich bin hier durchgeswitcht durch die Inseln. Oh Gott. Alte Welt, Venrad. So, jetzt. Ihn. Genau. Dann haben wir ihn schon mal. Auf Ihren Befehl. Oh. So, haben wir noch Schiffe? Haben wir. Dann schicken wir schon mal eins nach Crone Falls. Und wir haben aktuell relativ viel Einfluss. Wir haben richtig viel Einfluss, alter Falter. Dann bauen wir noch mal ein, zwei Schiffe. Kann man nie genug haben. Und wir lassen auch mal einen Öltanker bauen. Ich denke mal, Öl werden wir demnächst auch wieder mehr brauchen. So. Dann gehen wir wieder zurück ins Kap und lagern mal die Schnapsproduktion aus. Also aktuell Einfluss ist nur eher mit dem Rum. Und minus 15% vom Personator. Aber das ist nicht so wichtig. Die Arbeitskraft ist eigentlich nicht so wichtig.
So, die hätte ich gern woanders. Die Frage ist, wo machen wir die hin? Wo haben wir ein bisschen Platz? Für so eine kleine Produktionskette. Das Problem ist, wir beeinflussen halt wirklich nur die Schnaps. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch mehr dran bauen. Da wirklich einen Schnaps hier für mehrere Inseln produzieren. Ja, ich wollte eine Handelskammer, genau. Wo haben wir denn schön Platz? Könnte ich hier so eine Insel nehmen, hier so eine Schnapsinsel machen. Das wäre eigentlich ganz nice. Da kommt das hin. Dann bauen wir die Lagerhäuser unten an die Rand, an die Kante. So, und die Straße machen wir hier hoch. So, dann machen wir da die Schnapsleute rein. Die Schnapsleute. Da ist einmal er. Dann, wir reißen jetzt hier ab. Wir machen die, wir versetzen die jetzt nicht auf Dortmund zu lange. Aber so können wir hier demnächst was anderes reintun. Dann ist der nämlich jetzt weg. So, dann habe ich ein bisschen Platz. Und den setzen wir hier rein. Das war der er. So, rum. Dann bauen wir jetzt mal 5x5 mal. So, 4x erstmal. Ah, es ist 5, ne? Genau, 5. So. Jetzt haben wir die Schnapsproduktion erhöht. Die Frage ist, haben wir denn genug Kartoffeln? Haben wir auch. Die Frage ist, bringen wir Kartoffeln irgendwo hin? Ansonsten sind wir eigentlich sogar gut aufgestellt. Kartoffeln. Scheinbar sind wir nicht, bringen wir keine Kartoffeln irgendwo hin. Kann das so gedruckt werden? Ich denke. Wurstdebakel in Waldbrüll. Oh nein. Da hätte ich gerne Geld anstatt weniger Produktivität. Uns fehlen Waren. Ich gönne euch noch ein drittes kommen. So. So, finde ich jetzt mal schön. Lass mal so. Dann haben wir jetzt den Schnaps. Der sollte jetzt ein bisschen mehr sein. Ne? Gerade haben wir irgendwie 36 oder irgendwie sowas, oder? Habe ich gerade im Kopf. Schnaps, Schnaps, Schnaps. 39. Wir machen nochmal einmal alles zusammen und gucken, wie es ausfällt. King William Island. So, Schnaps ist sehr gut frei. Okay, das heißt, wir können jetzt die Stadt hier ausbauen, was schon mal Schnaps betrifft. Aber wir brauchen noch andere Sachen. Wir brauchen noch Wurst. Brot. Wurst und Brot. Ich glaube, Brot haben wir aktuell mehrere Produktionen, oder? Haben wir hier Brot? Hier haben wir kein Brot, okay. Aber hier haben wir eine Bäckereiecke. So, diese Bäckereiecke, die ist hier. Die kriegt von diesem Haus die beiden Sachen. Ich glaube, ich würde das auch auslagern wollen. Ach, guck mal, der Bäcker ist gar nicht mehr im Einflussradius. Da haben wir es schon vermurkst. Dann machen wir auch eine Brotroute, glaube ich. Ich meine, im Prinzip wird das eh abgerissen. Eigentlich können wir das komplett sparen. Aber das können wir nachher rausnehmen, ja. Okay. Das heißt, wir machen mit den Bäckern das gleiche, was wir mit dem Schnaps gemacht haben. Wir lagern das aus. Wir suchen uns jetzt eine schöne Ecke für Bäckereien und Mühlen. Eine schöne Ecke für Bäckereien und Mühlen. Hier ist doch eigentlich ganz schick, oder? Alles so Inseln. Auch irgendwie witzig. So. Was haben wir da für Items drin? Wir haben einmal zusätzlich Schokolade und wir haben die... Genau, die Mehlproduktion brauchen wir nicht mehr zwangsweise. Das heißt, das Mehl ist eh quasi Überschuss. Okay. Dann machen wir da auf jeden Fall eine Ecke hin mit Mühlen. Und Bäckern. Die Lagerhäuser würde ich auch irgendwie hier unten hinbauen. Bis wohin geht der Radius? Bis da.
So. Und dann hätten wir gerne die Bäckereien hier. Der Plan ist halt so ein bisschen, die ganzen komplexeren Produktionen mit mehr Items versorgen zu können auf lange Sicht. Ich denke mal, man sieht, was ich versuche. Haben wir denn noch coole Items für Bäckereien? Bäcker. Achso, Produktion. Alle Inseln. Bäckerei. Produktivität plus 40 und das macht es hübscher. Die Menschen lassen sie hochleben. Ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, ne? Wo liegt der? In Venat benutzen wir den, okay. Der Ofen? Der liegt noch im Kontor. Aber der ist für alle Lebensmittelproduktionen. Haben wir noch andere Lebensmittelproduktionen, die wir da reinziehen könnten? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hm. Gut, machen wir erstmal die beiden da rein, dann haben wir da noch den Platz. Das heißt, wir brauchen... Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch ein weiteres Lagerhaus. Ich denke nicht, dass wir da mit zweien hinkommen. So. Dann hätte ich gern zwei Mühlen. Ich hätte gerne Bäckereien. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, machen wir 5. Wir haben nur 5. Wir lassen erstmal bei 5 auch. Und ich würde euch mal eine Feuerwehr hier hingeben. Das würde ich beim Rum auch noch machen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Was für ein Zufall, dass es gerade jetzt ein Feuer ausbricht, wo ich Feuerwehren bauen will. Was für ein Opus Magnum. So, ich glaube, wir forschen jetzt gar nichts mehr, oder? Nee. Das heißt, wir entwickeln jetzt mal ein Item. Ich hatte mir aufgeschrieben, ich wollte ein Item entwickeln. Und zwar den Jürgen von Malchow. Da. Jörg von Malching, genau so, sag ich doch. Augur des Aurum. 70% mehr Produktivität für Minen. Wie lange dauert denn das? Unser Renommee spricht. 1,5 Stunden, das ist natürlich nicht so wenig. Aber gut. Auf jeden Fall haben wir schon fleißig was ausgegeben. So, kurzer Blick auf die Investorenanzahl. Bevölkerung. Investoren 7800. Oh. Wir haben die 7,5 geknackt. Nein. Das würde bei einer Auktion Rekordsummen erzielen. Kunstdünger. Ja, es ist wieder so dumm, ne? Weil es macht zwar 50% mehr Produktivität, aber auch 25% mehr Module. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das echt klappt. Kunsthandwerker? Ich kann diese Bohemians nicht. Oh ja, tragen. Oh ja. Sie verschwenden doch keinen Gedanken an die... Okay, was brauchen wir dann? Dinge des Lebens. Gulasch oder Fleischkonserven? Rum und Bier. Schokoladenbananen. Filz Baumwolle? Das dürften wir alles haben. Ich probier's. 80 Bananen. Ach, steht so viel im Lager verfügbar. Ist verfügbar. Gulasch ist gar nicht so viel verfügbar. Ich glaube, Gulasch können wir hier hochbringen. Ich glaube, Gulasch haben wir hier unten, oder? Mehr Druck im Kessel. Schiff vom Stapel gelaufen. Genau, hol dir mal 150 Gulasch. Das ist gut, dass wir das haben. Sind unterwegs. Ja, sehr nice, sehr nice. So, alles abladen. Und dann würde ich eigentlich sagen, ich schick dich mal in die neue Welt. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu tun gehabt. Ja, kleiner Progress ist auch Progress, ne? Ich schicke mir doch ein Schiffchen, glaube ich. Wir brauchen mehr Schiffe. Du gehst auch mal ins Kap. Kisten unter Deck. So, dann gehen wir zurück ins Kap. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass Brot hier mehr produziert wird. Wir müssen noch die Items da rein tun und die alte Brotproduktion entfernen. Dann haben wir nämlich da auch Platz in dem Haus. Ihr seht, ich mache jetzt ein bisschen Ordnung. 4, 5 und dann haben wir nämlich hier richtig viel Platz für bessere Items und können das optimieren. Wenn du diese Gelegenheit nicht beim Schopf packst, wird sich schon dann nichts wie los. Wo ist es? Was müssen wir machen?
Okay, mit Hilfe des Echolots. Der ist gerade unterwegs gewesen. Wo ist er? Stopp! Wir brauchen dich doch nochmal. Oh, das Echolot fängt direkt... Was für ein Glück. Also, was für ein Glück wir gerade haben, dass das Echolot direkt anschlägt. Richtig gut. Aber ich wollte eben schnell die Bäckerei fertig machen, weil wenn ich das jetzt nicht jetzt mache, vergesse ich es. Ja, wir haben die 7500 Investoren geschafft. Richtig krass. Habe ich das ja auch schon fast die 10.000 haben? Nee. Sah gerade so aus in der Ansicht. So, Bäckerei. Kann man es hier nicht eingeben? Bäckerei. Kann man. Ach, guck mal, hier ist sogar ganz viel. Dann nehmen wir die Tortenkünstlerin für die Schokolade. Dich für das Mehl. Und... Ich habe nur 4 gemacht. Bringen wir ein Brot irgendwo hin? Warte, erstmal muss ich gucken, da gibt es irgendwo Ruinen. Oh Gott, hier habe ich gar keine Feuerwehr. Ja, das Wasser habe ich natürlich doof gebaut. Die ganze Stadt brennt. Die ganze Stadt brennt. Ist da noch Wasser frei? Der ist noch Wasser frei, aber ich müsste das dann irgendwie hier... die Felder umbauen. Was bist du, eine Imkerei? Ich gar nicht erwartet. Sorry, wir müssen da mal kurz handeln. So. So, und jetzt die Feuerwache. Das passt da gar nicht hin jetzt. Problem ist natürlich, dass wir uns dadurch den Weg kaputt machen, ne? Egal. Wir brauchen jetzt erstmal oben eine Feuerwache. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ran. Jetzt die Imkerei kriegt kurzfristig Felder. Ich hoffe, ich kriege auch zu viele Felder hin. Ja, das ist knapp. Okay, reicht aber erstmal. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann ran. Ich hoffe, der sagt gleich Bescheid, wenn es noch nicht so richtig läuft. Jetzt sind hier Quests, ne? Ich hasse es. Gerade hier die Quests haben es mir schon angetan, wenn ich ehrlich bin. Alia, meine dritte Cousine. Sie ist verschwunden. Oh, wunderbar. Auszug aus einem Brief von... Mein Onkel ist den Irenia gegenüber skeptisch. Du könntest nach dem Brief fragen und wo Alia hingegangen ist. Vielleicht öffnet er sich. Wir stehen in deiner Schuld. Auszug aus einem Brief von Alia und ihrer Schwester Lucille, übersetzt aus dem Embenasischen. Embenasischen, so. Embenasisch, genau. Vater ist nicht mehr derselbe, seit Mutter gestorben ist. Er ist zu alt, um so hart zu arbeiten, wie er es tut. Doch er teilt die Meinung des Ältesten Rat, dass ich nur ein junges Mädchen bin und ihm am meisten helfen würde, wenn ich zu Hause bleibe und keinen Ärger mache. Ich habe mich ihnen allen widersetzt. Ich verkleide mich als Junge und gehe arbeiten, damit Vater dieses Jahr den 10. bezahlen kann. Ich wäre auch jetzt bei der Arbeit, wenn ich mich heute nicht verletzt hätte. Es ist nur ein kleiner Stich, aber mein Gesicht ist ganz geschwollen. Setzen Sie den Artefakt-Spezialisten... Achso, das ist die Quest, die noch offen ist hier. Entscheiden. Steh dein Mann, verlorene Jugend. Alias Vater. Keftania-Verwalter, ich weiß es zu schätzen, dass Sie uns aufsuchen. Es ist eine schwere Zeit für uns. Es kommt mir vor, als suchte die ganze Stadt nach meiner Alia. Aber meine Töchter Nyala und Lucille sind hier, um mich zu unterstützen. Die Menschen lassen sie hochleben. Verrate ich sie oder gehe ich über den Weg? Ich probiere es auf den Weg. Ich sag's. Alias Vater, himmelschreiender Unsinn. Nur weil der Kaiser sie zum Verwalter seines Landes ernannt hat, gibt es ihnen das noch lange nicht das Recht, sich in meine Familienangelegenheit einzumischen. Ich versuche ihnen nur zu helfen, sie zu finden. Lucille, Vater, es tut mir leid, aber dieses Mal solltest du es einfach gut sein lassen. Alia mag dich hintergangen haben, indem sie arbeiten geht. Aber sie tut es doch nur, um uns allen zu helfen. Bitte beantworte die Fragen des Verwalters, damit wir sie finden können. Was lese ich da in dem Brief? Sie ist verletzt? Nun gut, sie wurde gestochen, weil sie Imkerin ist. Mutter, verzeih mir, aber ich fürchte, dass sie wegen meiner Sturheit überlegt, wegzulaufen. Imkerin, dann ist die wahrscheinlich... Mein Onkel hat uns einen Hinweis gegeben, wo sie gearbeitet hat. Wahrscheinlich in der Imkerei, ne? Hier. Ja, hier, Aliandro Odoya. Sieht doch schon sehr verdächtig aus. Nun... Wir finden eine Möglichkeit. Da bin ich sicher. Was mache ich jetzt? Hä? Ist die Quest jetzt zu Ende?
Habe ich was falsch gemacht? Okay, sie ist einfach weg. Schon mal ein paar Items hier. Oh, bisschen was nachgerüstet an Items, können wir bestimmt gebrauchen. So, weiter geht's mit anderen Dingen. Wir waren... ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, ist noch ein Frachtschiff, gut. Wir waren... okay, die Ruinen, ja, das habe ich auch auf dem Schirm, genau. Irgendwo hinter der Insel muss das sein. So, dann guck mal, Ruinen, ist das Feuer gelöscht? Es ist offensichtlich gelöscht, wir reparieren mal schnell alles. Da oben brennt es noch. Aber die Feuerwehr ist bereit, aber sie ist noch nicht so schnell. So, Cap Trelawney, wir waren... bist du bereit? Bist du auf dem richtigen Weg? Bist du, gut. Wir haben Brot gemacht. So, wir wollten gucken, ob Brot irgendwo hingebracht wird. Wir bringen Brot in die Arktis. Okay, das ist interessant. Nach Aiutikut. Fleischkonserven und Brot bringen wir auch nach Los Angeles. Das können wir schon mal runternehmen hier. Okay, also Brot. Aiutikut. Benutzen wir es da überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir gleich mal. Und die beiden Städte hier eigentlich. So. Produktion. Hunting, Los Angeles. Los Angeles und Aiutikut. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ganz wenig Brot. Wir produzieren gerade für uns genug Brot mit 6 von 6. Ah, ich habe den Strom weggenommen. Vom Stapel gelaufen. Aber brauchen wir den Strom überhaupt? Sind wir da, ganz ehrlich, brauchen wir da unbedingt Strom oder nehmen wir da einfach in Kauf, dass wir das einfach verdoppeln, die Produktion, indem wir mehr Häuser bauen? Weil eigentlich macht das echt nichts aus, oder? Das kostet nur ein bisschen Arbeitskraft, aber die haben wir ja. Die Mühlen müssen eigentlich gar nicht in den Radius, ne? So, da haben wir nämlich fast die Brotproduktion kaputt gemacht. Jetzt sind wir auf 13. Dann nehmen wir Hunting Los Angeles rein. Sind auf 9 von 13. 9 von 13. Ja, wir sind gut dabei jetzt. Okay. Das finde ich gar nicht schlimm, wenn die keinen Strom haben, nicht ganz ehrlich. Jetzt erstmal. Aber das heißt, wir brauchen mehr Lagerhäuser auf jeden Fall. Die Menschen lassen sie hochleben. So, wie ist denn die Produktion von Getreide? Ist auch okay. Frage ist, bringen wir Getreide irgendwo hin? Müssen wir kurz gegenchecken. Getreide bringen wir von Crone Falls nach Taborime. Also müssen wir Taborime noch mit reinnehmen in die Getreideansicht. Taborime ist in Weser. Und Crone Falls. Und siehe da, ist es noch ein Getreide frei. Okay, das ist gut. So, was ist hier euer Problem? Euch fehlt Getreide, ja. Gut, das kommt. Das pendelt sich jetzt ein. Wir haben so viel neu gebaut. Das pendelt sich, glaube ich, ein. Ich erhöhe einfach mal überall so zwei Rampen. Eine Rampe mehr vielleicht. Ist das ganz gut. So. Aber ich finde es gut, dass wir hier mehr Platz haben für andere Sachen. Das ist für mich gerade ein bisschen wichtig. So, hier können wir jetzt erstmal reparieren. Ich glaube, jetzt hat es aufgehört zu brennen. Das ist schon mal gut. Dann wollten wir jetzt die Brotroute machen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt die Stadt da unten abreißen. Dann können wir direkt alles umbauen. Wir liegen Ihnen wirklich
am Herzen, oder? Aber das sind viele Arbeitskräfte, die da wegfallen, ne? Das ist das Problem, das ich gerade noch habe. Ja. Okay, wir machen jetzt die Brotroute. Warte, erstmal haben wir eine Route, die Brot hier runterbringt? Haben wir, ne? Genau. Das ist diese Route auch. Dann nehmen wir das Brot auch runter. Wir müssen das Schiff mal leer machen, auf jeden Fall. Ich schaffe das Zehnfache von so einem Verweis. Bereit zum Abheben. Das ist das hier, ne? Genau, das machen wir jetzt mal leer, indem wir die ganzen Sachen dahin liefern. Dann müssen wir die Route gleich wieder aufnehmen. Erinnert mich dran. Und wir bauen die Brotroute parallel dazu. Ich finde es tatsächlich ganz schön, wenn das so clean ist, dass wir ein Schiff für ein Gut haben. Ave Maria. Crown Falls. Dort. Das gleiche. Weil eigentlich können wir das auch mit auf die andere Route knallen, oder? Auf die Schnapsroute. Der Metallpflug hat einiges geändert, ganz klar, aber zum Besseren oder Schlechteren? Können wir das machen? Ja, wir haben einen relativ geringen Brotverbrauch, oder? Du hast 6 Plätze, dann ist das eigentlich voll okay, finde ich. Ist denn Brot, da haben wir ein Riesenlager da unten, ne? 1582, ist krass. Okay. Hoffen wir mal, dass es so hinkommt. Wie ist denn die Max-Lagergröße? 1600, okay. Gut, dann haben wir das auch geplant. Dann braucht ihr jetzt noch auf jeden Fall Wurst. Sie geben uns eine Stimme. Wurst braucht ihr noch und Seife und Bier. Bier ist auch wichtig. Wurst, Seife und Bier. So, wie die Forschung läuft hier. Genau, und das Fest. Achso, oh Gott, die Gulasch-Sachen muss man ausladen. Die dürfen wir nicht vergessen. Ich habe hier viele Schiffe stehen, sehe ich gerade. Produzieren wir nämlich gar nicht. So, du bist da, ne? Und weiter geht's. So, dann. Fische produziert er selbst, das bleibt auch so, würde ich sagen. Wie viele Fische habt ihr aktuell? 3 von 4, da können wir auf jeden Fall nochmal einen dazu bauen. Oder 2. So. Dann könnt ihr nämlich, ihr braucht doch Baumaterial so langsam mal, ne? Das können wir mal hier runterbringen. Stahl sehe ich, haben wir echt wenig. Können wir auch hier reinladen. Bisschen Stahl. Nur fliegen so. Ist schöner. Dann kann das hier eigentlich weg. Schnaps selbst produzieren brauchen wir gar nicht mehr hier. Dann sparen wir den Platz. Oder? Eigentlich habe ich recht. Ich lasse mal kurz da. Ich bin mir noch gerade unsicher, aber ich glaube, wir haben recht. Schnaps brauchen wir gar nicht mehr. Gut. So, wir haben ja jetzt Items freigehauen. Können wir da eigentlich was mit machen? Ich meine, hier ist aktuell nur ein Hochrad-Werkhallen- und Nähmaschinenfabrik. Und der geht nur auf die Hochrad-Werkhalle. Haben wir noch mehr für die Hochrad? Hoch. Also warte, ich muss auf Items gehen. Haben wir da noch mehr Sachen? Hochrad-Werkhalle. So, wir haben... Genau, er ist da drin. Er... Benutzt dann Eisen statt Stahl, das ist sehr wertvoll. Mehr Produktivität. Was war das? Neue Palaststufe, reizvolle Metropole. Durch Attraktivität erhöht die sich, ne? Plus 10 Reichweite für alle öffentlichen Gebäude. 15 Reichweite für Kraftwerke. Aber nur für die Kraftwerke, die davon erreicht werden. Aber das sind eigentlich welche, oder? Das und das. Oh, warte, sehen wir das da wirklich? Ne, sehen wir nicht. Warte, wir vergleichen mal. Die Kraftwerke reichen jetzt bis hier, ne? Oh, die reichen jetzt schon so weit. Hä? Ach, hab ich das schon eingestellt? Nee, habe ich nicht.
Hä? Hier ist ausgewählt Förderung für Künste. Aber hier steht Reichweite plus 10. Der bleibt doch immer drin. Hä? Jetzt ist das weg. Ach, die Attraktivität geht weg dadurch. Hä? Ach, guck mal hier. Einfluss. Ich bin gerade dezent verwirrt. Weil dieses Kraftwerk, vielleicht kann das jemand in den Kommentaren beantworten. Dieses Kraftwerk hat aktuell den Effekt Ministerium für Wohlfahrt, obwohl das gar nicht ausgewählt ist bei den Richtlinien, oder? Oder sind das 8 plus 10 Reichweite für alle öffentlichen Gebäude? Ein Kraftwerk ist ein öffentliches Gebäude, richtig? Das heißt, die Richtlinie würde nochmal 15 Reichweite geben für Stadt, für Kraftwerke, oder? Das ist ja strong. Das heißt, hier haben wir auch 200 Tonnen pro Hafenmeisterei. Aber es ist auch nur für die Hafenmeisterei, die in Reichweitspalast sind. Genau, also aktuell gar keine wahrscheinlich. Müssen wir einfach noch ran. Hier sind 10% Produktivität für Reichweite der Handelskammer. Ja, das geht teilweise sogar schon. Hier hat man es gesehen. 20% höhere Wahrscheinlichkeit, dass Spezialisten im Besucherhafen eintreffen, aber wir berühren den Hafen nicht, ne? Weiß nicht, ob das dann schon zieht. Steht auch noch nicht dran. Ne, wahrscheinlich nicht. 50 Insels Arbeitskräfte pro Rathaus. Das werden nachher 4 Stück sein. Jetzt sind schon 2, das ist gut. Hier könnten wir noch mehr Einfluss kriegen. Die Frage ist, was ist besser? Wie viel Einfluss wäre das denn? 267. 61 Einfluss, ja. Wir lassen es auch erstmal so, glaube ich. Wir gönnen uns mal noch einen Flügel, glaube ich. Dass wir hier so synchron sind, bauen wir... Wir bauen jetzt 2 Flügel hier dran, dass wir hier wieder hinkommen. Und dann ist die Reichweite hier auch erhöht. Guck mal, irgendwann erreicht das hier im Besucherhafen auch. Und hier oben, genau, erreicht es auch immer mehr. Gut, ja, finde ich gut. Sehr spannend das Ganze. Ich hoffe, ihr merkt das, wie spannend ich das finde, aber es ist gerade so viel Neues. So, hier der Besucherhafen, das Stadion. Was ist da los? Nix, das ist doof. Macht mal hier Action, Leute. Verfügbar, 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 alles verfügbar. Macht Action, wir brauchen mehr Einfluss. Und in der Zeit können wir den Einfluss in Capitoloni erstmal wieder verballern. So, 38 Minuten, ein bisschen Zeit haben wir noch für die Aufnahme. Ist gerade sehr schlechtes Wetter, was ist denn hier los? So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Goldschmiede und alle Produktionsgebäude. Hier haben wir Schuster. Vielleicht können wir es ein bisschen aufteilen. Hier ist halt nur... Nähmaschinenfabrik haben wir hier gar nicht, ne? Die haben wir unten. Der Grund dafür ist, weil unten die ganze Schwerproduktion ist. Die Frage ist, macht es Sinn, dann das auch runter zu verlagern, dass das sich gegenseitig beeinflusst? Oder bauen wir Nähmaschinen hier? Nähmaschinen sind ja jetzt nichts, was hässlich ist, oder? Nö. Wir brauchen nur die Stahlbarre, die könnten wir hier hochbringen. Und wir brauchen Holz. Was ist denn hier die Nähmaschinenfabrik? Das ist das hier, ne? Da haben wir drauf... Anstelle von Stahl verarbeitetes Gebäude Eisen. Das ist eigentlich die Idee, das komplett da hoch zu verlagern. Weil wir brauchen sogar nur Eisen, wir brauchen ja keinen Stahl. Das ist eigentlich gut. Ich glaube, das machen wir. Auf welchen Routen sind denn Nähmaschinen?
Ich eigentlich bin nur Arbeiter. Auf der Route nach oben. Okay, dann weiß ich wieder, wie glücklich ich mich schätzen darf. Dann machen wir das jetzt. Wir bauen die Nähmaschine hier oben auf. Und zwar im Radius von ihm. Ach, das ist der sogar. Das ist das Item, was da unten ist. Das heißt, wir können noch mehr Nähmaschinen oder Hochrad-Items da reinhauen. Da waren wir nämlich gerade am Gucken, genau. So. Fangen wir mit Hochrad an. Da gibt es dieses Item nochmal 35% Produktivität. Das hört sich verdammt gut an. Anstelle von der üblichen Arbeiter. Da bin ich mir nie sicher, ob das gut ist, weil Arbeiter hast du halt weniger eigentlich, ne? Aber gibt auch 30% Produktivität, ne? Wir könnten die beiden da drauf machen, hätten 65% Produktivität. Für beides auch, ne? Das zieht alles für beides an. Okay, machen wir. Also, wir brauchen die Zeichnerin, die sitzt in Venrad. Wir brauchen die Maschine, die ist hier. Okay, sie sitzt in Venrad, das heißt, sie müssen wir noch hier reinschieben. Zeichnerin. Dann brauchen wir noch Holz hier. Das müssen wir einfach merken. Aber Holz, ganz ehrlich, ist ja nichts Schlimmes. So, die Frage ist, lassen wir dich hier stehen. Wie seid ihr verzahnt, die Handelshäuser hier? Ja, es ist nämlich nicht so richtig geil. Wo geht denn der Strom? Haben wir hier unten schon irgendwie eine Möglichkeit, Strom abzugreifen? Was ist denn, wenn wir den Strom... hier abgreifen von den Häusern. Wobei, könnten die nachher mehr Häuser drüber bauen, ne? Den Reichweiten auch. Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, es ist doof. Haben wir noch irgendwo ein Kraftwerk? Wir hatten bestimmt noch eins hier, oder? Ich kann niemals die Sicht der Handwerker verstehen. Kunst ist Wissenschaft. Elegant und schön, aber mit Sinn. Wir haben das noch hier mit dem an der Uni. Das könnten wir eigentlich nutzen. Dann ziehen wir uns hier eine Straße hin. Einmal hier rum, um das Gebäude, machen wir mal eine Straße. So. Finde ich ganz cool. Sieht irgendwie so aus wie so ein Platz. Und dann machen wir hier eine Straße hoch. Bauen hier ein neues Handwerkshaus hin. Irgendwie... ja, hier. Ist doch gut. Dann kriegt ihr vielleicht noch 3-4 Lager. So. Und dann bauen wir da die Werkhallen... die Hochradwerkhalle auf. So. Dann kann das hier sogar erstmal weg. Das halten wir uns im Kopf, dass das hier war, aber es kann erstmal weg. Dann haben wir da sogar eins gespart wieder. Oh Mann, das wird so eine richtige Optimierungsfolge. Ich weiß nicht, ich mag so Folgen, wo einfach nur optimiert wird. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Aber optimieren macht echt Spaß. Ja, das ist natürlich doof hier, ne? Dann würde ich das eher so machen, dass die hier am Rand sitzen. Und dann ziehen wir eine Straße da hoch. Und ziehen noch eine Straße für die Nähmaschinenfabrik. Dann haben wir zwei hier unten, ne? Oh, und 17 Tonnen Nähmaschinen in zwei Fabriken, ernsthaft? Drei sogar sind's, okay. Müssen gleich nur das Holz nachbauen, das kriegen wir hin. Und... Sie hatten ihren Spaß. Nun sind wir an der Reihe. Oh Gott, ich bin gespannt. Meine erste mittlere Ausstellung, was es da wohl gibt. Besten Werkzeuge und Konstruktionen, mit denen ihre Produktion verbessern können. Okay. Stellende Gussform, Ziegeleien, Betonwerken, höhere Produktivität, ja. Das ist auch nicht schlecht. 40% mehr Produktivität, 20% weniger Arbeitskraft für Heliumbohranlage, Bohrtürme. Zement, Quarz, Salpeter. Das ist richtig geil, das Item. Teutonisch-technisches Schneidewerkzeug. Das ist nice. Davon brauchen wir mehr. Davon brauchen wir mehr. Wir machen direkt die nächste. Wir nehmen aber jetzt mal...
Wir nehmen noch eine Maschine. Sorry, ich brauche noch Maschinen. Wie lautet unsere Strategie? Haben wir alles. Nice, können wir einfach laufen lassen. Sehr gut. So, jetzt die Nähmaschinenfabriken. Die sind natürlich ziemlich groß. Deswegen bauen wir mal zwei dahin und eins dahin. Wir bringen Nähmaschinen nirgends hin. Wir müssen nur für uns selbst produzieren, ne? So, jetzt brauchen wir die Items. Nee. Maschinenfabrik. Und wir brauchen dich. Das ist wichtig, wegen dem Eisen. Dich, die Produktion. Und dich auf Arbeiter. Das frisst viele Arbeit. Habt ihr gesehen? Das frisst echt viele Arbeiter. Aber dadurch haben wir natürlich mehr Handwerker frei. Ich meine, wir bauen jetzt unten noch ein paar mehr Häuser für Arbeiter. Auf lange Sicht. Das ist ja der Plan, woran wir gerade arbeiten. So, hier kriegt man noch drei Lager hier hin. Das können wir dann... Im Prinzip können wir die Produktion hier richtig schön skalieren. So. Das Problem, das sich jetzt daraus ergibt, ist, dass wir hier wahrscheinlich einen relativ hohen Eisenverbrauch haben. Genau. Da sind wir fast gedeckelt. Aber wir bringen Eisen runter nach Los Angeles. Die Frage ist, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir da unten noch so viel Eisen, wenn wir jetzt... Also wir haben jetzt eine Stahlbarrenproduktion, die übelst überproduziert, oder? 10 über. Lass mal kurz gucken, ob die irgendwo hingeschippert werden. Die werden irgendwo hingeschippert, das weiß ich. Und zwar... Die Stadt ist attraktiver geworden. Was ist das für... Achso, das ist die Werkstoffroute. Da kann es auch mal hin. Hatte ich keine Gruppe für gemacht? Scheinbar nicht. Okay. Aber Baustoff, da steht's doch. Baustoff. Ich bringe die Stahlbarren von hier nirgends hin. Wir produzieren die aktuell einfach nur über. Okay, das heißt, wir reißen mal einen Hochofen ab. So. Wir reduzieren jetzt die Produktion erstmal ein bisschen. Genau, einer reicht, haben wir ein bisschen über, womit wir planen können. Die Frage ist, haben wir jetzt genug Eisen? Uns fehlen 14 Tonnen Eisen. Wir kriegen aber Eisen geliefert aus verschiedenen Quellen. Wo fährst du lang? Das ist die alte Welt. Ich bin in der falschen Welt. Wir kriegen nur Eisen aus Crown Falls. Ganz wenig Eisen. Hatten wir die ganze Zeit zu wenig Eisen? Ach, warte. Ich muss ja auch noch hier die Dinger abreißen. Die Nähmaschinenfabriken, die brauche ich ja nicht mehr. Schwenkt die Fahne der Freiheit. Genau. Und jetzt ist wahrscheinlich der Stahlverbrauch auch noch viel... Der Eisenverbrauch ist jetzt viel geringer. Jetzt passt es sogar. Ja, perfekt. Dann können wir nämlich auch den Eisen auf der Route ausschalten. Das heißt, das Schiff soll den Eisen noch irgendwo abladen. Geht das hier? Nein, geht natürlich nicht hier. Kann man hier auf die Route springen? Kann man. Okay. Das Eisen können wir abladen. Ja, machen wir es in Crown Falls. Wir schieben hier nach Crown Falls und laden da das Eisen ab. So. Wir haben natürlich jetzt ein ziemliches Chaos in den Handelsrouten bald, aber das können wir ja dann auch anpassen mit und mit. So. Hier unten dürfte jetzt das Brot ankommen, oder? Wozu? Genau. Jetzt braucht ihr Wurst. So, die Wurstproduktion hier ist ja eigentlich dumm, wenn wir die Stadt hier wegmachen. Dann könnten wir die eigentlich auch hier aufbauen. Und beide Inseln versorgen. Eigentlich schon, oder? Oder wir machen es doch hier. Weil wir hier die Hässlichkeit in Kauf nehmen können eher, wenn wir kein Dorf hier haben. Okay. Machen wir das doch. Das heißt, wir optimieren hier erstmal die Schweinebetriebe.
Das heißt, wir gucken mal, ob wir hier auf der Schweinefarm noch Items haben. Saboteur. Oh nein, ich habe den Nate vergessen. Oh, ich bin so dumm. Na egal. Egal. So, mit dir hätten wir eine höhere Produktion. Du liegst im Kontor. Einer liegt im geteilten Platz. Okay, das ist gut. Ich kann dich reinziehen. Du hast noch weniger Arbeitskraft. Wo liegst du? Im Kontor von Venrad und Taborim. Das heißt, wir holen den Kontor in Venrad und legen dich noch da rein. So. Dann können wir nämlich auch dort die Produktion ein bisschen verbessern. Da sind nur Schweinezuchten im einen Radius, ne? Genau, nichts anderes. Dann würde ich dich auf jeden Fall austauschen. Gegen ihn. Und dich. Produktivität plus 30, Arbeitskraft minus 60. Ist das eine Arbeitskraft minus 100? Da arbeitet da keiner mehr? Wir kümmern uns hier um Null. Tatsache. Da arbeitet einfach niemand. Die Schweine versorgen sich selbst. Sehr nice. Okay. Eine Berühmtheit ist gerade. Oh, eine blaue Berühmtheit sogar. Das habe ich auch lange nicht mehr gehabt. So, Schweine haben wir jetzt bestimmt mehr als genug, oder? Schweine. Oh, knapp. 18. Okay. Aber gut. Wie ist das denn mit der Wurst? So, dich brauchen wir nicht mehr. Du beeinflusst gerade gar nichts. Okay, das beeinflusst gerade eigentlich einfach gar nichts, dieses Haus. Kraftwerk und Elektrizitätswerk. Ah, genau, da haben wir die Konservenfabriken, die werden beeinflusst. Okay. Was haben wir hier? Brillenfabrik. Und hier haben wir die Ziegelei, genau. Haben wir noch irgendein Haus? Da ist noch eins. Da haben wir die ganze Stahlproduktion beeinflusst. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wo haben wir denn die Wurst? Produktion hier. Muss doch auch irgendwo sein, oder? Da. Da ist gar kein Einfluss drin, ne? Genau. Dann schauen wir mal, wie viel Wurst wir produzieren. Ob wir da vielleicht die Produktion erhöhen können für alle Inseln. Wir produzieren... Also wenn wir jetzt alle drei einnehmen würden, wären wir noch drüber sogar immer noch. Aktuell. Aber ich will hochskalieren ein bisschen. Das heißt, wir sollten das vielleicht... Gibt es tolle Wurst-Items, ist die Frage. Heißt das Wurst? Nein, wie heißt das Gebäude, was die Wurst? Fleischerei, ne? Blei. Ne, Metzger wahrscheinlich. Metzgerei, ja. Guck mal, die macht noch Talg. Das ist schon mal ein nettes Item. Wo liegt das? Venrad. Das holen wir uns auf jeden Fall rüber. Metzgerei und Schweinezucht. Nochmal 20%. Das finde ich schon mal gut. Talg ist immer nice to have. Machen wir. Venrad. Nochmal die Metzgerei. Das ist ein lilanes Item. So. Kisten unter Deck. Ich könnte auch 3 Stunden Anno-Folgen machen. Das würde mir einfach Spaß machen. Das ist das Traurige gerade. Was heißt traurig? Es ist ja gut, wenn es Spaß macht, ne? Luftschiff, Hochradwerke, da haben wir schon öfter. Uhrenwerkstatt. Anstelle von Goldbarren verarbeitetes Gebäude Messing. Ich weiß nicht, was einfacher zu kriegen ist. Messing oder... Gold. Da bin ich mir unsicher. Die nehmen wir mit. Die kann man eigentlich nicht oft genug haben. Vor allem jetzt, wo wir wirklich ein bisschen klotzen können. Ah, du solltest mir bitte lilane Items geben, die hätte ich gerne. Na, ja, irgendwie wollen sie nicht. Gut. Dann
Bleibst du erstmal stehen. So, Wurst. Wir brauchen also eine Wurstroute. Das heißt, wir nehmen ein Schiff, was hier steht. Das fährt nach hier, nach da, lädt Wurst. Wir machen das auch mit Seife. Ihr macht das komplett alles drei. Ich weiß nicht, ob der Seifenbrauch höher ist. Müssen wir gucken, aber das würde ich gern so machen. So. Müssen wir die Routen aufräumen hier, ne? Das ist eine Postroute. Messing von King William. Das ist ein Arktis Cap Trelawney. Arktis Cap da. Und das hier ist nur Cap Trelawney. So, ein bisschen sortiert mal wieder. Das ist schön. Das heißt, ja, wir haben jetzt dieses Haus hier leer stehen. Was können wir da reinziehen? Ich reise es, glaube ich, erstmal ab. So. Dann kriegen wir jetzt hier auf lange Sicht auf jeden Fall alles Mögliche. Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Action. So. Warum hat sie euch auch hingebracht, oder? Zumindest war mir so, als hätte ich einen Zeppelin hingeschickt. So. Bärenfälle. Vergesst nicht, wir wollen ein schönes Spiel sehen. Oh. Einfluss. Den holen wir uns natürlich ab. Halten Sie das mal hoch, damit es alle sehen können. Also das Stadion ist definitiv das Krasseste und wir können auch mehr Stadien bauen später. Das ist halt echt krass, ne? Dass wir da noch ein bisschen mehr machen können, theoretisch. Bring die guten alten Zeiten zurück, Hefe. Schon fertig. Das ging ja einfach. Einfach Bananenöl abgegeben. Was kriegen wir dafür? Ich will's sehen. Hallo? Freund? Das ist ja sehr gut gemacht. Ah. Nicht so nice, nicht so nice. Aber nehmen wir mit. Achtung, Admiral anwesend. So, genau, dich wollte ich ausladen. Das geht natürlich nicht. Wir schmeißen mal das Eisen weg. Neue Befehle? Und du machst bitte mit der Route weiter. Ah ne, das Eisen sollst du wegwerfen. Wendemanöver. Sei ruhig langsam, Schiff. Sei ruhig langsam, kein Problem. Kann ich das Eisen hier irgendwo abladen? Oh, das ist gar kein Eisen. Dann laden wir es da ab. Dann kannst du erstmal liegen. Dann kommt es wenigstens nicht. So, gut. Wir müssen jetzt mal gucken, wie hier die Produktion läuft. So, Schnaps ist unterproduziert, wird geliefert. Klamotten bauen wir hier. Müssen wir mal gucken, ob wir es belassen oder ob wir da auch so ein zentrales machen, wo wir es bauen. Könnten wir mal gucken. Wurst wird hier geliefert. Alles wird hier geliefert. Bier muss auch noch geliefert werden, okay. Haben wir denn coole Items für die Produktion von Klamotten? Wie heißt das? Weberei, ne? Weberei? Nein. Wie heißt das Gebäude? Doch, Weberei. Sag ich doch. Wir haben übrigens gerade die 70.000 Bewohner geklappt. Das ist wahrscheinlich für die meisten von euch nicht viel, aber ich finde es gerade cool. So. Ponchos. Nutzen wir in Crone Falls schon. Na okay, da stehen wahrscheinlich alle an der gleichen Produktionsstätte, ne? Hoffe ich zumindest. Gucken wir gleich mal. Segel als Nebenprodukt ist natürlich auch nice. Die ist sogar nur auf diese Weberei gemünzt. Ist die Weberei in Crone Falls tatsächlich da unter dem Einfluss von den Items? Kein ja, Platz ist sie, okay. Frei. Ist sie tatsächlich, okay. Aber kein Platz mehr frei. Die Ponchos brauchen wir halt auch für nichts, ne? Das ist das Problem. Bärenfälle wollten wir gucken, ob wir da vielleicht sogar jetzt noch mehr einstellen können. Sind hier Bärenfälle angekommen? $300 Tonnen, nice. Okay, nächste Stufe freigeben.
geschätzt und geachtet. Mezcal, Shampoo, okay. Gut, wir machen weiter. Die Stunde ist jetzt fast rum, aber wir haben viel optimiert. Ich würde erstmal hier... Habe ich noch mehr von den Items gehabt? Nee, ne, habe ich jetzt nur eins gehabt, das war das Doofe, ne? Oh, das Baum-Item haben wir auch noch. Bei diesem Einsatz, genau. Oh, Bäume, wir müssen noch gucken, wie Bäume in Crone Falls, bevor wir es vergessen. Da sind wahrscheinlich drunter, ne? Ja, sind wir arg drunter. Können wir... Das Item ist sogar hier, ne? Können wir nicht hier eine Insel machen? Hier haben wir Bäume. Können wir die nicht mit dem Item? So. Und wenn ich jetzt den noch da reinkriege irgendwie, der hat 100%. Oh, ich habe die Ziegeleien, die gar nicht unter Einfluss von dem Dings stehen, sehe ich gerade. Von dem Item, was Stahlträger produziert. Das ist dumm, oder? Okay, aber ihr habt jetzt komplett den Einfluss. Das heißt, ihr habt schon mal alleine dadurch 80% mehr Produktivität. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt wahrscheinlich schon genug Holz. Ja. Und können da noch ein drittes Item reintun, theoretisch, ne? Richtig nice. Wir brauchen mehr von diesen Teutonenscheren auf jeden Fall. Habt ihr alle 100%? Ja, ihr habt wahrscheinlich zu viel Holz im Moment. Gut, lasst mal schauen, was mit dem... Ich meine, ich hätte hier irgendwo das Stahl-Item drin. Hatte ich. Das bin ich am Bauen, das Item, ne? Das stimmt, ich bin das Item am Bauen nicht, ja? Fällt mir gerade ein. Okay, ich wollte eigentlich gucken. Hatte ich hier nicht irgendwo. Habe ich hier ein Betonwerk? Weiß halt nicht, wie das Item heißt, das Doofe. Wie viele von denen habe ich denn hier? 4. Und wo sind die? Ah, hier oben sind die wahrscheinlich, ne? Da habe ich nirgends ein Item drin, ne? Und ich könnte doch eigentlich für die Ziegeleien... Hier, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Der Gerhard, der liegt... Ah, ist überall in Einsatz im Moment. Okay, da brauchen wir noch welche von. Und er ist auch überall... Aber einer ist noch im geteilten... Arbeitsplatz. Ja, das würde auch cool. Das wäre eigentlich cool, Stahlträger zu produzieren noch. Dann machen wir uns doch. Ach, guck mal, noch, da ist noch ein Holzfäller, der gar nicht im Bereich ist. Machen wir es hier hin. Machen die da hin. Dann reißen wir die hier oben ab. So. Und dann machen wir da den Ziegelonkel rein. Das Beton-Item würde ich vielleicht hier reinmachen, wobei wir... Obwohl, so viel Beton haben wir gar nicht, sehe ich gerade, ne? Wir bauen aber Beton hier, oder? Oder bauen wir Beton gar nicht hier? Doch, da. Da... Die Türen sind verschlossen und es ist Zeit, könnten wir Annahmen zu zählen. Ja, wir machen das noch. Das machen wir noch, dann sind wir für heute durch. Wir haben heute wieder eine richtige Optimierungsfolge gemacht. Wie gesagt, sagt gerne mal, ob euch solche Folgen auch gefallen. Mir macht das sehr viel Spaß, einfach ein bisschen zu optimieren. Man kann halt auch so viel, ne, optimieren. Was wir brauchen, ist unbedingt mal mehr Attraktivität noch. Und tausche mich dich
aus gegen das andere. Das machen wir gleich, das dauert gleich gerade ein bisschen, aber wir können uns mal kurz die Weltausstellung ansehen. Das geht ja echt schnell, ne? Das würde bei einer Auktion und ein paar Items abholen. Okay, wir haben diese Kette für Dampfwagen und Motorradfabrik. Ah, erhöht die Brandgefahr. Das ist auch nice. Schreinereien und Wanzerholzfällerhütte. Ja. Und alle Nutzpflanzenfarmen. Auch, stark. 40% Produktivität, 50% weniger Arbeitskraft. Das ist stark. Patentierter stählerne Seemaschine. Stark. Die können wir benutzen in der neuen Welt wahrscheinlich. Wir gehen mal auf Reliquien da runter. Warum kann ich die Max... Was? Kann ich das überall? Hä? Warum geht das? Was braucht man dafür? Ah, Tortillas und Gulasch, okay. Sekt und drum geht. Bananen, okay. Ja, Problem sind Tortillas und Bananen müssen wir mal hier hinbringen. Das schreibe ich mir auf, das machen wir dann mal in Zukunft. Wir gehen erstmal ins Mittlere. Wird für Furore sorgen. Aber ja, Tortillas und Bananen schreibe ich mir auf, dass wir was mal hier hinbringen. Dann können wir es auch machen. Ich wusste gar nicht, dass... Gut, wir wollten hier unten noch das Item reinmachen. Sorry, dass ich hier ein bisschen überziehe, aber ihr kennt mich ja. Ich habe Spaß. Ah, da. Mehr Produktivität. Ja, ist okay, ne? Mehr Produktivität. Wobei wir brauchen das kaum eigentlich hier, weil die Lager eh voll sind, ne? 1600 Steine. Ist ein bisschen viel. Aber für den Beton ist es, glaube ich, nicht schlecht. Da haben wir nicht so viel. Problem ist natürlich, dass die Stahlbahnen jetzt auch mehr benutzt werden, ne? Aber wir sind da mit Stahlbahnen gut drin. Da können wir echt noch drauf bauen demnächst. Gut. Dann haben wir, glaube ich, erstmal vieles geschafft. Ich glaube, hier war noch Klamottenproblem, ne? Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Ich baue jetzt noch eins. Ich würde das noch anpassen hier. Aber dass wir jetzt da erstmal im grünen Bereich sind, finde ich da schon mal wichtig. Ihr braucht jetzt bestimmt auch... noch nicht. Kirche, habt ihr Bier? Okay. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe, was ich machen wollte. Aber andererseits wüsste ich nicht was. Gut. Aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter sinnlos herumgucken. Genau, ich will mal kurz den Palast angucken. Das ist schon stark mit den Rathäusern. Ach, guck mal, das ist jetzt weg, weil wir Attraktivität verloren haben. Ja, wir müssen mal dringend mehr Attraktivität machen. Das ist noch ein Ding, was wir brauchen. Aber gut, wir sind schon wieder viel zu viel drüber. Wir haben wieder viel geschafft. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, natürlich gerne wieder einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Anno 1800. Und dem Weg zur 100.000. In dem Sinne, tschüss bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao.